herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MJJ Reviews. Ja, ich hatte eine längere Videoabstinenz, das hat keine bestimmten Gründe. Ich hatte einfach wenig Lust, muss ich ehrlich sagen, am Anfang. Und zum anderen habe ich immer noch extreme Probleme mit meinem Schneideprogramm. Deswegen ist das ganze Video auch heute ohne irgendwelche Greenscreen-Effekte im Hintergrund, weil es einfach noch zu langsam ist. Und es ist auch noch nicht ganz behoben, das Problem. Mal sehen, wie das wird. Aber ich denke mal, das geht auch jetzt ohne. Und deswegen fange ich einfach jetzt mal an. Und zwar geht es heute um eine Platte, die ich gerade vor einer Woche ungefähr auf dem Flohmarkt gefunden habe und sofort mitgenommen habe, aus dem Grund, weil sie einfach in meiner Sammlung noch fehlte und zweitens, weil sie relativ gut erhalten war und ich sie sowieso schon immer haben wollte, auch wenn sie jetzt nicht im Neuzustand ist. Und ich würde sagen, es geht jetzt einfach mal los, oder nicht? Doch, ich würde sagen. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Naja, und los. Hierbei handelt es sich um die The Way You Make Me Feel Platte, die 1987 erschienen ist vom Bad Album. Und auf jeden Fall gehört die Platte jetzt schon mit zu meinen Lieblingssachen, einfach aus dem Grund, weil ich den Song generell sehr gern mag, auch schon, also ich glaube, früher war es sogar mein Lieblingssong, als ich klein war. Und ich drehe die jetzt mal um. Hier haben wir dann die Tracklist und es sind ziemlich coole Versionen eigentlich drauf. Also es ist einmal der Dance Extended Mix, Dance Remix Radio Edit, Dub Version und A Cappella Version. Und ja, also zwischen Dance Extended Mix und Dance Remix Radio Edit sehe ich jetzt nicht viel Unterschiede, außer dass die eine vielleicht kürzer oder länger ist. Ist jetzt ein bisschen unnötig, so die ganz normale CD-Version ist nicht mit drauf, was irgendwie nicht stört, weil da hört man jetzt auch nichts Neues, also nichts anderes als in diesen Versionen. Und ja, sehr empfehlenswert ist eigentlich diese Platte, vor allem wegen der A Cappella-Version, einfach aus dem Grund, weil natürlich gibt es das jetzt auch als CD, aber als Platte ist es nochmal eine ganz andere Soundqualität. Und ich selber kenne die A Cappella-Version ja schon Ewigkeiten und habe die auch schon Ewigkeiten, allerdings irgendwie dann aus dem Internet oder sonst wo her. Und da ist die Qualität dann schon schlechter gewesen. Und jetzt höre ich echt mal den Unterschied und es ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? 87 erschienen. Ja, innen drin gibt es jetzt kein Bild mehr oder so, deswegen hole ich die jetzt auch nicht raus. Ja, ich würde mal sagen, ich zeige noch einmal die Details irgendwie. Für die Leute, die es interessiert. Noch einmal ein bisschen Nahaufnahmen und so weiter. Nicht vor meinem Finger. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sehen. Maxi-Single, Special-Single-Mixes. Aha, alles klar, das erklärt jetzt auch die... Ich habe das ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nicht gelesen darum. Ja, ich hoffe, das hat euch etwas gefallen. Das ist übrigens die große, nicht die kleine. Das sieht man vielleicht nicht auf dem Bild. Ja, ich hoffe, das hat euch vielleicht ein bisschen weitergebracht, auch wenn es jetzt so Information gleich null war. Ich habe das auch selber gar nicht, noch nicht wirklich mich drüber informiert, auch nicht über den Preis, aber eigentlich bin ich der Meinung, das kann jetzt nicht allzu teuer werden. Wenn man die neu kauft, ist das dann immer eine andere Sache, aber gebraucht findet man die oft, also auf dem Flohmarkt jetzt, wo ich war, da handelt man ja dann selber, von daher, wenn man blöd ist, dann kauft man die für 20 Euro. Ich habe, glaube ich, 3 Euro bezahlt, 3,50 Euro, vielleicht ist das auch schon blöd, aber ich weiß es nicht. Ja, als nächstes habe ich jetzt noch keine Idee, was ich für eine Review mache. Ich hatte schon vielleicht was ich vorstellen könnte. Aber erstmal könnt ihr ja was schreiben, was euch interessieren würde. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ich werde auf jeden Fall weiter jetzt hier Reviews machen und so weiter. Und mal sehen, was noch kommt in nächster Zeit. Ja, und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.